Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die 30. Sitzung des Landtages und heiße Sie dazu alle herzlich willkommen. Zur heutigen Sitzung darf ich auch ganz herzlich eine Klasse der Fachhochschule für Verwaltung begrüßen, die unter Leitung von Herrn Frank Eisenbeiß bei uns zu Gast ist. Seien Sie uns willkommen. Frau Ministerpräsidentin Anke Rehlinger ist aufgrund eines unaufschiebbaren Termins im Bundeskanzleramt für die heutige Sitzung entschuldigt. Frau Ministerin Petra Berg ist aufgrund ihrer Teilnahme an der Verkehrsministerkonferenz in Duisburg entschuldigt. Und Frau Ministerin Christine Streichert-Clivaux nimmt an der Kultusministerkonferenz in Berlin teil und ist ebenfalls für die heutige Sitzung entschuldigt. Ich habe heute auch die angenehme Aufgabe, Frau Abgeordnete Anja Wagner-Scheidt im Namen des ganzen Hauses, aber auch von mir persönlich, die besten Wünsche zu ihrem runden Geburtstag auszusprechen. Herzlichen Glückwunsch. Okay, danke schön. Der Minister der Finanzen und für Wissenschaft hat dem Landtag mit Schreiben vom 25. September dieses Jahres gemäß Notlagenbeschluss für das Haushaltsjahr 2024, Drucksache 17/734, einen Fortschrittsbericht 2024 zur Bewältigung der außergewöhnlichen Notsituation in Gestalt der verteuerten und beschleunigten Transformation der Saarwirtschaft zukommen lassen, den ich Ihnen mit Schreiben vom 1. Oktober übermittelt habe. Im Einvernehmen mit dem erweiterten Präsidium habe ich den Landtag des Saarlandes für heute 9 Uhr einberufen und die Ihnen vorliegende Tagesordnung festgesetzt. Zu Punkt 12 der Tagesordnung, Beschlussfassung über den von der CDU-Landtagsfraktion eingebrachten Antrag betreffend Frauenleben retten nach spanischem Vorbild, elektronische Aufenthaltsüberwachung im Saarland ausweiten, Drucksache 17/1174, hat die SPD-Landtagsfraktion mit der Drucksache 17/1194 den Antrag betreffend Frauen vor Gewalt schützen und Gewalt gegen Frauen bekämpfen eingebracht. Wer dafür ist, dass der Antrag Drucksache 17/1194 als Punkt 21 in die Tagesordnung aufgenommen wird, den bitte ich, eine Hand zu erheben. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Dann stelle ich fest, dass der Antrag Drucksache 17/1194 als Punkt 21 in die Tagesordnung aufgenommen ist und gemeinsam mit Punkt 12 in einem ganzen Redezeitmodul beraten wird. Zu Punkt 14 der Tagesordnung, Beschlussfassung über den von der CDU-Landtagsfraktion eingebrachten Antrag betreffend die berufliche Bildung im Saarland stärken und weiterentwickeln für eine Qualitätsoffensive zur Ausbildung der Fachkräfte von morgen, Drucksache 17/1175. Hat die SPD-Landtagsfraktion mit der Drucksache 17/1195 den Antrag betreffend für eine starke berufliche Bildung eingebracht. Wer dafür ist, dass der Antrag Drucksache 17/1195 als Punkt 22 in die Tagesordnung aufgenommen wird, den bitte ich, eine Hand zu erheben. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Dann stelle ich fest, dass der Antrag Drucksache 17/1195 als Punkt 22 in die Tagesordnung aufgenommen ist und gemeinsam mit Punkt 14 in einem ganzen Redezeitmodul beraten wird. Zu Punkt 15 der Tagesordnung, Beschlussfassung über den von der CDU-Landtagsfraktion eingebrachten Antrag betreffend Wasserstoff zu halbherzig, es müssen alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, wir verlieren wertvolle Zeit. Drucksache 17/1176 hat die SPD-Landtagsfraktion mit der Drucksache 17/1196 den Antrag betreffend
Wasserstoffhochlauf im Saarland, Zukunft im Blick, eingebracht. Wer dafür ist, dass der Antrag Drucksache 17/1196 als Punkt 23 in die Tagesordnung aufgenommen wird, den bitte ich, eine Hand zu erheben. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Dann stelle ich fest, dass der Antrag Drucksache 17/1196 als Punkt 23 in die Tagesordnung aufgenommen ist und gemeinsam mit Punkt 15 in einem halben Redezeitmodul beraten wird. Für die übrigen Tagesordnungspunkte haben sich die Mitglieder des erweiterten Präsidiums im Hinblick auf die Redezeit für die Aussprache auf Folgendes verständigt. Die Tagesordnungspunkte 1, 5, 7, 8, 9, 11, 18, 19 sowie 20 finden ohne Aussprache statt. Die Tagesordnungspunkte 2, 10 und 13 werden in einem ganzen Redezeitmodul beraten. Die Tagesordnungspunkte 3, 4, 16 und 17 werden jeweils in einem halben Redezeitmodul beraten. Wer dafür ist, dass wir so verfahren, den bitte ich um sein Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Dann verfahren wir so. Bevor wir nunmehr in die Tagesordnung mit Tagesordnungspunkt 1 einsteigen, ist es mir auch heute Morgen eine besondere Ehre und Freude, den Oberbürgermeister der Stadt Saarlouis, Marc Speicher, hier herzlich zu begrüßen. Sehr geehrter Marc Speicher, mit Ihrem Wechsel vom Landtag des Saarlandes ins Amt des Oberbürgermeisters von Saarlouis geht, wie Sie bereits in der vergangenen Plenarsitzung beschrieben haben, ein wichtiges Kapitel Ihrer politischen Laufbahn zu Ende. Seit Ihrem Einzug in den Landtag im Jahre 2017 haben Sie sich als engagierter Abgeordneter etabliert und sich in zahlreichen Schlüsselpositionen im Landtag des Saarlandes bewährt. Ihr Einsatz für die Belange des Saarlandes, vor allem Ihrer Heimatstadt Saarlouis, dabei war stets von einer ganz klaren Linie Ihrerseits geprägt. Sie setzten sich beispielsweise als arbeitsmarktpolitischer Sprecher Ihrer Fraktion auch sehr stark für die Belange, die Rechte und Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein. Seit 2018 haben Sie auch als Vorsitzender des Unterausschusses zur Prüfung der Haushaltsrechnung Verantwortung für finanzielle Transparenz und Ordnung im Saarland getragen, ein Amt, das Sie mit großer Sorgfalt und Sachkunde wahrgenommen haben. Aber auch Ihre Mitarbeit in zentralen Ausschüssen des Landtages wie dem Haushalts- und Finanzausschuss, dem Ausschuss für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit sowie dem Ausschuss für Wirtschaft, Innovation, Digitales, Energie, Grubensicherheit und Nachwerkbau oder in der Enquete-Kommission Digitalisierung im Saarland zeigen, wie vielseitig Sie sich für die Anliegen des Saarlandes eingebracht haben. Mit Ihrer Wahl zum Oberbürgermeister von Saarlouis eröffnet sich nun für Sie ein neues Kapitel Ihrer beruflichen, aber auch Ihrer politischen Laufbahn. Wir danken Ihnen für Ihre langjährige, engagierte Arbeit im Landtag des Saarlandes und wir wünschen Ihnen für Ihre neuen Aufgaben als Oberbürgermeister der Stadt Saarlouis viel Erfolg, Kraft und eine glückliche Hand. Alles Gute für Ihre Zukunft und viel Erfolg auf Ihrem weiteren Weg.